seid auf der Suche nach Inspiration für eure Küchenplanung, dann seid ihr in diesem Video genau richtig, denn hier stelle ich euch die Neuheiten von Hacker Küchen für das Küchenjahr 2025 vor. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutzmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und Küchen dürfen natürlich auch im neuen Design gestaltet werden. Und da sind wir hier genau richtig, denn wir sind bei Hacker Küchen und im Hacker System Art gibt es richtig viel Neuheiten. Wir stehen hier vor einer und zwar haben wir hier zwei Fronten. Einmal in der Insel, die AV6085 im Wiener Geflecht in Eiche elegant. Das Ganze gibt es auch in Nussbaum elegant und in Schwarz. Hinter mir in der Hochschauanlage seht ihr die AV6065, auch eine neue Front und diese gibt es natürlich in denselben Tönen. Und das Ganze wird hier abgedeckt mit einer entsprechenden Steinplatte und die gibt es dann mit der angeschrägten Kante und zwar ist das die sogenannte Schweizer Kante. Ja, hier in dieser Küche haben wir jetzt mehrere Neuheiten gleich, die wir sehen. Wir haben zum einen hier das Reling-System, was mit verschiedenen Platten kombiniert wurde, das Ganze frei hängt, hinterleuchtet, eine super Lösung, wie ich finde, und das Ganze in Bronze. Passend dazu auch die AV7070 Bronze Front und wir haben die Tablar-Auszüge hier jetzt in Schwarz als Designelement. Eine schicke Lösung, aber Achtung, die dürfen nicht ganz so beladen werden, denn das Glas hat ja ein Eigengewicht. In dieser Küche sehen wir zwei Fronten und zwar einmal die AV7010 in Grifflos gezeigt. Das ist eine Betonfront, die es in drei verschiedenen Dekorvarianten gibt. Das Ganze hier natürlich grifflos gestaltet mit der Beleuchtung und absolutes Highlight ist hier die NCS lackierte Sideboard und wir haben hier unser Auszugstablar natürlich passend im Farbton. Das Auszugstablar gibt es insgesamt in drei Farbtönen. Ja, hier in dieser Küche haben wir zwei neue Fronten, die 2010 in Beton hell und in Beton dunkel und das Ganze abgerundet mit den Kleimberschränken, wie ich finde, sehr, sehr schön, denn wir haben die hier in mattiertem bzw. satiniertem Glas. Finde ich, wirkt sehr, sehr edel, eine sehr schöne Kombi. Passend natürlich auch hier die Arbeitsplatte zur Zement hell. Und ihr seht natürlich am Ende oder auf der Rückseite der Insel die drei verschiedenen Korpustiefen. Ja, hier das absolute Highlight der Hacker System Art. Wir haben hier eine Linoleumfront gezeigt in einem wunderschönen Blauton. Bei der Linoleumfront ist wichtig, dass die Kanten hier immer im Holzdesign sind. Und wir sehen auch hier die neue Korpushöhe für den Hochschrank, denn wir haben hier eine Korpushöhe von sage und schreibe 2,34 Meter. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier Pocket Doors, das Ganze bodentief und wenn wir die öffnen und hier dahinter verbürgen sich jetzt auch wieder Neuheiten und zwar haben wir die Möglichkeit bei Hacker System Art die Auszüge in Massivholz zu bekommen. Auch hier ein neues Dekor zu sehen und zwar haben wir einmal Granitbeige und Granitdunkelgrau und jetzt die Frage an euch, seid ihr Team Dunkelgrau oder Team Granitbeige? Das Ganze als Front, als Plattenmaterial und halt auch als Stollenmaterial. Ich finde persönlich, es sieht sehr, sehr gut aus, es wirkt auch sehr, sehr echt und ja, sagt mir noch gerne eure Meinung, wie ihr dieses Dekor findet. Übrigens, das werden wir auch gleich nochmal in Blau sehen. Ja, neben dem neuen Griff haben wir natürlich auch hier einen neuen Schrank und den werden wir einfach mal öffnen. Und zwar haben wir einen Schrank mit Weitwinkelscharnieren mit dem Massivholz-Innenauszug in den Schubkasten. Und hier ganz interessant, wir haben hier einen fest verbauten Boden, dann tiefengekürzte Einlegeböden, damit ihr auch hier mit euren Küchenmaschinen super gut hantieren könnt. Und das Ganze, wenn es geschlossen ist, ist wieder schön versteckt. Ja, bei Hacker System Art haben wir natürlich auch die Möglichkeit mit Smart Glass Fronten zu arbeiten. Die Dekore haben wir hier aufgeführt. Das wäre dann übrigens die AV5015. Und was sehen wir hier? Wir sehen einen neuen Farbton im Smart Glass und zwar das Olivgrün. Das Olivgrün ist hier eine sehr schöne Kombination mit den dunklen Griffen, mit dunklen Geräten und auch passend dazu dann auch die entsprechenden Jalousieschränke in Smart Glass Olive. Ja, hier die neue Front AV5075 in NCS lackiert und das Ganze kombiniert mit, wie ich finde, sensationell
einer Schichtstoffarbeitsplatte in Granit Türkis Repro. Die sieht verdammt echt aus, hat einen leichten Glitzer drin. Finde ich super genial, passt hier perfekt dazu. Und was passt noch perfekt? Und zwar haben wir hier einen Vorratsschrank mit dem Mehrpreis inleben, denn ihr könnt jetzt die Apothekerschränke, die Vorratsschränke mit dem schwarzen Chrom bekommen. Kleiner Aufpreis und dann habt ihr hier doch nochmal auch ein Highlight im Schrank. Ja, im Hintergrund sind die wichtigsten Neuheiten von Hecker Systemart zusammengefasst. Zum einen haben wir die neue Standard-Korpustiefe 61 cm. Diese ergänzt die bereits vorhandenen Korpustiefen von 56 und 71 cm. Dann haben wir die neue Korpusfarbe Feineiche Natur und wir sehen im Hintergrund schon die neuen Fronten. Und absolutes Highlight, was mich und wahrscheinlich auch Katrin total begeistert, ist, dass die Auszugsbeleuchtung jetzt hier bei Hecker Systemart Standard ist. Ohne Aufpreis, finde ich sensationell. Ja, auch im Konzept 130 gibt es Neuheiten und zwar mal hier neue Fronten. Wir haben einmal die Linea im Holz gestreift, aber nicht im Natur, sondern wir haben das Ganze, oder ein Massivholz, sondern das Ganze halt hier Melamin gedruckt und wir haben das Ganze kombiniert mit der Scala. Das ist eine Front in der Preisgruppe 1, hier in Baltikblau und natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in Eukalyptus. Ja, und dieser Ecklösung befindet sich auch noch ein kleines Highlight, denn aus dem Systemart-Programm ist der Eckschrank mit den Le Mans-Auszügen hier im Hochschrankbereich rübergeschwappt in das Konzept 130. Hier haben wir die Front Kingston in Walnussdunkel und den neuen Griff bzw. die neue aufgesetzte Griffleiste in Bronze. Wie ich finde, eine sehr schicke Griffleiste. Allerdings im Hochschrankbereich oder für den Kühlschrank, finde ich, lässt sie sich nicht gut greifen. Also hier bedarf es dann einer anderen Lösung. Die Griffleiste bekommt ihr übrigens nicht nur in Bronze, sondern auch in Edelstahl und im Trennfarbton Schwarz. Der Aufsatzschrank mit der Falttür ist jetzt nicht neu. Neu ist, dass der Zwischenboden nach oben gesetzt wurde, wo sich der Beschlag dran befindet, damit ihr hier jetzt auch eure Küchengeräte richtig gut verstauen könnt. Das Ganze wieder zu. Ja, auch im Konzept 130 ist Holz natürlich wieder ein Thema und wir haben hier eine neue Front und zwar die Toronto, die ist nicht neu, aber der Farbton ist neu, denn wir haben hier Ulme Mokka und das Ganze nicht nur als Front, sondern auch als Plattenmaterial, Stollenmaterial und wie ich finde ein sehr schöner, warmer Holzton, der hier sehr gut mit dem Landhausdekor matcht. Ja, das waren sie, die Neuheiten für das Küchenjahr 2025 von Hecker Küchen. Gern könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video einen Daumen nach oben geben. Für weitere Inspirationen für eure Küchenplanung empfehle ich die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.